Bleib hier, bitte. Herzstillstand. Bitte beeilen Sie sich. Der Rettungswagen ist unterwegs. Mann, mit seiner Herzmuskelschwäche hätte er niemals wieder boxen dürfen, das weiß er genau. Was, Herzmuskel? Mann, ich hab doch keine Ahnung. Wir haben eine Ableitung, er flimmert. Tiffy, hin damit. Alle weg, weg vom Patient. Eins, zwei. Müssen weiter reanimieren. Nochmal. Alle weg, eins, zwei. Christian. Wie viel lädt hoch? Eins, zwei. Da ist was. Ich spüre auch was. Wir haben ihn wieder. War das gerade Christian? Ja, er hatte einen Herzstillstand. Was? Ja, und jetzt, wie geht es ihm? Ich konnte ihn reanimieren, aber er ist noch nicht stabil. Ich muss sofort zu ihm. Der Blutdruck ist zu schwach, geben Sie ihm Dopamin. Es grenzt schon an ein Wunder, dass Sie ihn überhaupt zurückholen konnten. Deshalb wird er jetzt hier auch nicht schlapp machen. Der Blutdruck steigt. Ja, komm schon. Christian, ich bin's, Daniel. Ja, komm schon, mach die Augen auf. Hey, Champ, du hast sie alle weggehauen. Jetzt musst du nur noch hier bleiben. Blutdruck und Sauerstoffgehalt sinken wieder. Ja, noch mehr Dopamin. Sauerstoff, schnell. Andi, Christian wurde gerade eingeliefert. Ja, ich weiß. Ich bin dem Rettungswagen nach. Was ist denn passiert? Er ist im Boxring zusammengebrochen, mit Herzstillstand. Was? Er war boxen? Er weiß doch, dass er das nicht darf. Ja, aber es hat ihn nicht davon abgehalten. Wie geht's ihm denn? Er ist noch nicht über den Berg, aber Daniel sagt Bescheid, sobald es was Neues gibt. Aber er ist doch nicht... Wir haben ihn wieder. So, und jetzt bleibst du hier, Chan. Es ist noch viel zu früh, um abzutreten. Seine Werte sind jetzt stabil. Dann hast du mir einen Schrecken eingejagt. Und? Wie ist es gelaufen? Er ist stabil. Das heißt, er kommt durch? Ja. Gott sei Dank. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass er keinen bleibenden Schaden davontragen wird. Zur Beobachtung bleibt man eh erstmal hier. Und du hast nicht gewusst, dass er eine Herzerkrankung hat? Glaubst du im Ernst, ich hätte ihn dann in den Ring geschickt? Ja, sorry. Dass er überhaupt wieder boxen wollte. Hauptsache, Christian wird erstmal wieder gesund. Weiß Olli Bescheid? Olli? Was ist mit ihm? Er war dabei. Wir sind zusammen in die Boxhalle gekommen und hat er gesehen, wie Christian umgefallen ist. Ja, und wo ist er jetzt? Keine Ahnung, es ging alles so schnell. Mailbox. Hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass Christian... Shit, wir müssen ihn unbedingt finden. Oh nein. Was? Frau Ried, sie war eben noch hier. Ich finde sie schon. Such dir lieber nach Olli. Komm. Ich hätte ihn nie gehen lassen dürfen. Niemals. Ich
habe ihn aufgegeben, obwohl ich ihn geliebt habe. Und jetzt ist... Das ist nicht deine Schuld, Olli. Doch, das ist es. Ich hätte auf ihn aufgepasst. Er wäre nie boxen gegangen, wenn wir noch zusammen wären. Hey, der Andi ruft schon zum dritten Mal an. Du hast Freunde, die für dich da sind, Olli. Und du hast mich. Ich liebe dich. Aber ich liebe dich nicht. Ich liebe Christian. Und wenn ich mir das früher eingestanden hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch am Leben. Du weißt, dass das nicht wahr ist. Aber ey, das... Das mit uns war eine Affäre, mehr nicht. Ist Olli da? Nein. Olli! Wann ist er denn gegangen? Ich hab keine Ahnung. Seit einer Viertelstunde oder so. Er hat Schluss gemacht wegen Christian. Ja, und wo wollte er hin? Keine Ahnung. Hat er seine Mailbox abgehört? Er wollte mit niemandem reden. War völlig durch den Wind. Er glaubt, Christian ist tot? Ja. Wie? Er ist nicht? Nein, er lebt. Ach du Scheiße. Ich meine, es ist gut für Christian, aber Olli... Das wird nichts bringen. Oh Mann, Mist. Hoffentlich macht Olli keine Dummheiten. Das ist gut. Natürlich. Aber was ist mit Ihnen? Sie sehen so traurig aus. Ihnen muss ja was Schreckliches passiert sein. Mein Mann ist jetzt seit 15 Jahren tot. Aber immer wenn ich hier bin, kann ich ihn noch ganz deutlich spüren. Sie spüren Ihren toten Mann? Ja, natürlich spüre ich Richard. Und meine Liebe zu ihm. Ihm muss kalt sein. Das hat Richard auch immer gemacht. Aber damals hatte ich keinen Bademantel an. Aber jetzt haben Sie einen Bademantel an. Ich weiß. Das heißt, ich habe es eben erst bemerkt. Wohnen Sie denn hier in der Nähe? Ich bin mir nicht sicher. Aber das Krankenhaus, es muss hier in der Nähe sein. Welches Krankenhaus? Wo meine Tochter und mein Schwiegersohn arbeiten. Ich werde dort behandelt. Was fehlt Ihnen denn? Eine Herzschwäche. Aber im Moment geht es mir ganz gut. Christian hatte auch eine Herzschwäche. Hey, und? Weit und breit keine Spur von Olli. Ja, wir haben die halbe Stadt nach ihm abgesucht und alle Freunde abtelefoniert. Wie geht's, Christian? Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert.
Da ist alles unverändert. Die beiden sind zwar getrennt, aber eigentlich war immer klar, dass sie sich lieben. Oh Mann, wenn ich mir vorstelle, dass Helena irgendwas zustoßen wird. Am besten, ich rufe mal die Polizei an, bevor Ali auf dumme Gedanken kommt. Und wir suchen weiter. Ja. Ich rufe auch noch mal ein paar Freunde an. Ja, ciao. Sie sind zu jung, um den Kopf in den Sand zu stecken. Glauben Sie, Christian hätte das gewollt? Herr Mann, es ist alles in Ordnung. Schlafen Sie ruhig weiter. Gehen Sie an Orte, wo Sie mit ihm am liebsten waren. Und Sie werden sehen, es wird Ihnen bald besser gehen. Aber vorher begleiten Sie mich noch auf mein Zimmer. Oder ins Krankenhaus. Natürlich. Zu meiner Tochter. Vielen Dank, junger Mann. Ich habe Ihnen zu danken. Frau Ried, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Wie geht es Ihnen? Ich hatte sehr nette Gesellschaft. Olli? Olli, da bist du ja. Ist er hier? Ja. Hast du ihn schon gesehen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ihn sehen, aufgebahrt in so einem eiskalten Raum. Olli? Christian ist hier auf der Intensivstation. Er lebt. Gut, alles klar, danke. Dann melden wir uns, sobald wir was gehört haben. Tschüss. Keine Ahnung, wo wir noch suchen sollen. Ja, zumindest konnten wir die Polizei überreden, dass sie schon mal eine Fahndung rausgeben, obwohl noch keine 24 Stunden rum sind. Immerhin etwas. Keiner hat ihn gesehen. Das gibt's doch nicht. Okay, und jetzt mal alle nachdenken, wo könnte er hingegangen sein? Und, ist es Olli? Helena. Ja, Helena? Ja? Was? Ja klar, wir kommen gleich vorbei. Ciao. Ja, los, alle mitkommen. Los! Bis später. Cut me down a tree and brought it back to me. The magic made me see where I'm going. You put me on a shelf and kept me for yourself. I can only blame myself. You can only blame me. And I. Bin ich im Himmel? Besser. Am Leben. In Zukunft werde ich aufpassen, dass du keine Dummheiten mehr machst. Christian, ich liebe dich. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Ein hoffentlich sehr, sehr, sehr langes Leben. Was wolltest du sagen? Silver.